Das machen Verliebte ja auch gern, gell? Liebesbotschaften hinterlassen oder irgendwo an der Brücke ein Liebesschloss anhängen. Ja, hör mir auf. Was ist denn das? Ich glaube, in Deutschland gibt es keine einzige Brücke mehr, wo nicht mindestens ein Liebesschloss dran hängt, oder? Hä? Das ist doch zwei Verliebte, eine Brücke, zack, hängt ein Liebesschloss dran. Und keiner weiß eigentlich, was es bedeutet. Was ist das mit dem Liebesschloss? Ist es die Fortführung vom Keuschheitsgürtel? Da kann man ja froh sein, dass bloß ein Schloss dran hängt und nicht die ganze Frau. Es ist ja, ja! Aber überall Liebesschlösser. Wann gibt es das seit, bei uns in Deutschland seit 15 Jahren mit diesen Liebesschlössern? Ich glaube immer noch, das war damals so ein Chef von so einer Vorhängeschlossfirma. Wie die Geschäfte scheiße gelaufen sind, gell? Weil jeder gesagt hat, ich brauche doch kein Vorhängeschloss, ich habe eine gescheite Haustür jetzt. Da war der in irgendeinem so stille Kämmerle geguckt, hat gesagt, oh, die Geschäfte laufen schlecht, ich muss mir was einfallen lassen. Dann hat er sich das älteste Vorhängeschloss, was er gefunden hat, geschnappt, ist zur nächstbesten Brücke gegangen, hat es hingehängt, hat noch mit Edding draufgeschrieben, forever in love. Und da war kaum zwei Minuten fertig, ist irgend so ein Baumarktmitarbeiter gekommen. Oh mein Gott, ich mag ihn auch.